Willkommen beim Forschungsclub Royal mit Thomas und Lukas. Voll hip! Urcool! Hey liebe Kinder und willkommen zum Forschungsclub Royal! Die Sendung mit den wichtigen Tipps und Tricks, wie ihr zu Hause, also euren Alltagsgegenständen, ganz faszinierende Dinge machen könnt. Mit mir, Thomas und... Lukas, hallo! Hi Lukas! Hi also, Thomas! Weißt du, was wir ich hab dich lieb! Aha, weißt du, was wir heute geplant haben, Lukas? Nein, was haben wir denn geplant? Ein Experiment mit Sachen. Hier haben wir unser erstes Testobjekt, mit dem wir was Experimentelles machen. Weißt du, was das ist, Lukas? Eine Kartoffel? Ja. Was ihr hier macht, wenn ihr die Kartoffel nämlich aufschneidet, liebe Kinder, ist, er setzt die ganzen Kohlenhydrate und Vitamine frei. Oh, danke, du bist schon fertig, Lukas. Ja! Jetzt nämlich nehme ich das hier und durch dieses handelsübliche Kabel, das ihr zu Hause an eurem Computer finden könnt, das lunzen wir da hinein, ganz, ganz tief, so wie wenn ihr Mami im Bett erwischt mit eurem Papi ungefähr, müsst ihr euch vorstellen. Bis zum Anschlag, dass der Saft raussprudelt. Ja. Sehr was schön. Passiert dann? Und wenn wir jetzt eine Reaktion erzeugen, indem wir diese Flasche öffnen und eine Reaktion mit Luft machen. Seht ihr? Aber das ist noch nicht der ganze Spaß. Denn hier haben wir das nötige Zitronium. Das findet man in einer Orange. Das quetschen wir. Aber also, ist das nicht gefährlich? Wir müssen nur das richtig filtrieren. Und dann ist es da. Seht ihr? Das ist die wichtige konzentrierte Flüssigkeit, mit der man jetzt das erzeugen kann. Jetzt haben wir nämlich hier Strom. Wow! Wie hat denn das funktioniert? Ja, das ist Technik und Biologie. Und für Experiment Nummer 2 wird uns unser lieber Ottfried der Oktopus zur Seite stehen. Hey, Leute, was geht ab? Hallo Ottfried! Was hast du denn heute wieder für spannende Geschichten aus den Meeren? Ich war mit mehreren Substanzen heute unterwegs. Welche Substanzen? Deswegen kann ich jetzt auch Salzkristalle. Oktopusse sind Tiere der Meere und die kommen oft in Kontakt mit Kalk und Salzkristallen. Ja, ausschließlich. Für das nächste Experiment zeig uns doch mal, was passiert, wenn wir diese beiden Flüssigkeiten, das ist Desoxyribomacalonsäure. Oh ja. Mit. Ich rieche schon, das wird eine hervorragende Sache für mich bedeuten. Das knallt voll rein! Okay. Ja, danke, Ottfried, wieder mal für deine Erweiterung unserer und deiner Sinne. Was für darf ein ich Spaß. Das Fläschchen mitnehmen? Was für ein Spaß. Nimm dir, was du brauchst, du. Was? Du liebes Tier. Also Kinder, Ottfried ist heute ein bisschen aufgebracht. Der was? Hat heute noch keine Fische fangen können und deswegen ist er sehr hungrig. Und hungrige Oktopusse, wie ihr wisst, sind halt so. Wieso? Ja, offenbar nehmen sie die ganze Zeit Drogen und ruinieren die ganze Zeit die Sendung. Einfach nur weg! Heute zu Gast ist der Großartige, der Einzigartige, Falco! Hey Falco! Hallo Falco! Ja, was tut sich denn so Neues bei dir, lieber? Naja, ich habe ein neues Konzeptalbum erarbeitet. Es beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Fall, der nach dem Hochmond kommt. Quasi vom Stardom into the gutter und back und wieder back und wieder back und dann vielleicht einmal noch schräg drüber. Schöne! Ja, danke. Das nächste Experiment. Wir haben das hier. Yes, es ist zwar durchaus eine annehmbare Größe, aber jetzt noch nicht genug. Jetzt, schau her, was ich nun tue. Schon ist das Ganze erheblich größer. Wie faszinierend, liebe Kinder! Wie geht das? Wie faszinierend! Wie geht das? Danke, Falco! Faszinierend. Bitte gerne, Thomas. Das ist mir immer ein Vergnügen. Ich mag euch jetzt ein Schwänzchen. Ja, ich auch. Ja, das sind süße Tiere. Das war's für heute, liebe Kinder. Spannende Sendung. Ich muss sauber bleiben. Und wenn ihr mehr Spaß an der Masturbation haben wollt, dann macht's ein Loch in einer Orange. Wie bis nächstes Mal. In einer Orange?
wenn ihr das ineinander mischt, dann habt ihr... Wow! Gleich. Wie faszinierend! Das ist noch nicht mal drin, Lukas. Oh.